Ich bin Eep. Stell das A. Drück auf Schlummer. Und wir sind die erste Familie der Welt. Die Croods. Und wieder ein herrlicher Morgen. Mein Dad sagt immer, die Sippe trennt sich nicht. Das ist meine Kleine. Boom! Anschnallmodus. Wir suchen einen perfekten Ort, der unser Zuhause wird. Was zur Hölle ist das? Das ist das Ende der Welt. Gut, also ich bin raus. Ich bin froh, dass du es bist, Chunky. Ist das nicht komisch, in was für schnurgeraden Reihen das Essen hier wird? Genial. Ich dachte, Höhlenmenschen wären schon vor Jahren ausgestorben. Wir uns freuen, treffen euch. Danke. Oh. Wir sind die Bessermanns. Besser? Mann? Betonung auf besser. Ist das euer Zuhause? Ziemlich groß, oder? Hey du! Noch ein Teenager-Mädchen? Ja? Eine Freundin? Ich hatte noch nie im Leben eine Freundin! Geht mir auch so, geht mir auch so! Was machen wir? Was sagen wir nur zueinander? Was ist mit unseren Stimmen? Warum werden unsere Stimmen so schrill? Ich weiß nicht, ob Höhlenmenschen in eine moderne Welt reinpassen. Was ist dein Problem, mein Großer? Dieser Ort verändert uns alle. Geil! Hey. Und wir müssen Thangs Fenstersehzeit begrenzen. Jetzt nicht, Douglas. Die Vögel laufen gerade. Früher haben wir keine Vögel angeglotzt, sondern gegen sie gekämpft. Lass mich mein Leben leben! Oh, was ist das? Ist bloß eine Narbe. Jede Narbe ist ein Abenteuer. Hiervon weiß mein Dad nicht mal was. Oh, wie krass, Erdnusstee. Du darfst nicht außerhalb der Mauer sein? Nein. Diese Farm ist sowas wie deine Höhle. Dir geht's wie mir. I feel like taking chances. Siehst du die Mauer? Ja. Springen wir drüber? Ja. Nein! Bevor einer was merkt, sind wir zurück. Du hast mit Dorn eine Spritztour gemacht? Die Bessermanns bauen doch so eine Mauer nicht aus Spaß. Das ist gar nicht gut. Wir können nur überleben, wenn die Sippe zusammenbleibt. Die Welt ist so gefährlich. Ich sorge mich auch um meine Familie. Was ist das? Killerkreis. Wenn ich schon sterben muss, dann heute! Leute, ihr kommt nie drauf, was ich gefunden habe. Entschuldige, Schatz. Wir dachten, du bist ein Raubtier, das uns töten will. Bitte nie um Verzeihung für einen effektiven Killerkreis. Sekunde, stopp! Du hast ein Faultier als Accessoire? Ich hab ein Faultier als Accessoire! Das ist clever! Meins heißt Spange! Ohlala! Heavenly shades of night are calling. It's twilight time. Wanda und Vision, sind wir nicht ein schönes Paar? Hm. Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen. Oh, das wird so richtig irre. Von wo sind Sie hergezogen? Seit wann sind Sie verheiratet? Und wieso haben Sie noch keine Kinder? Unsere Geschichte. Ich glaube, meine Frau wollte sagen, hergezogen sind wir. Von wo hergezogen? Wann geheiratet? Verdammt, wieso? Oh, aber Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit. Passiert das alles wirklich? Spark of love that fills me with dreams and hope. Bin ich tot? Nein. Warum denkst du das? Weil du es bist. Each day I pray for evening just to be with. Wir sind schon ein ungewöhnliches Paar, weißt du? Oh, ich glaube, das stand immer außer Frage. At last the twilight time. Sie ist reingerollt. Mama mag es nicht, wenn wir uns vor der Wohnung der Alten rumtreiben. Hallo? Senora, ich komme jetzt rein.
Ja, genau. Ist das hier? Der Himmel von Madrid ganz für uns allein. Wir werden hier wie Könige leben. Wie Sie sehen, ist alles noch so, wie es der Vorbesitzer hinterlassen hat. Herr, erfülle unser Haus mit deinem Segen und segne uns und diese Gaben, die wir von deiner Güte empfangen. Warum sind wir hierher gezogen, wenn hier schon jemand wohnt? Sehen Sie, in diesem Haus passieren Dinge. Was für Dinge? Ist irgendwas undicht? Rafa, wieso machst du nicht auf? Was ist? Nein, nein, Sie kennen mich nicht. Ich wohne in der Manuela Manasanya 32. Amparo ist nicht hier. Du bist allein. Sieh mich an! Wer hat dort gewohnt? Siehst du etwas? Ich sehe was, was du nicht siehst. Schatz, bleib besser draußen. Ich bin die Schwester von April Chong. Sie ist gestorben. Ich muss ihr Haus ausräumen. Können Sie dafür den Strom wieder anschalten? Andere Richtung. Andere Richtung. Hat mein Sohn Sie gestört? Nein. Er sollte auch mit Fremden gar nicht sprechen. Sehr gut. Okidoki, Leute. Hier kommt eure erste Zahl. Du wolltest mich abholen. Hast du das vergessen? Also ehrlich, die lassen dich noch Auto fahren? Ja. Das ist Brandon und das ist Reese. Sagt Hi zu Cody. Hi, Cody. Wo seid ihr? Wir sind weggefahren. Wohin? Disneyland. Schon klar. Grüß Cody von mir. Ich hatte keine Ahnung, dass meine Schwester so gelebt hat. Oh! Er wird richtig attackiert! Lass uns auch wresteln. Steh auf! Kann ich mal kurz ins Haus schauen? In all den Jahren hatte ich nie die Gelegenheit, einen Blick reinzuwerfen. Wem gehören die Kleider? Meiner Frau. Ist sie tot? Ja. Sie hat so viele kleine Dinge getan, die ich nie bemerkte. Erst als sie weg war. Und auch mit Menschen. Sie hielt immer den Kontakt mit Menschen. Sind das deine? Meine Nachbarn. Sie wusste von jedem, wann er Geburtstag hat. Weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünschte, ich könnte nochmal diese Reise mit ihr machen. Es wäre ein bisschen bewusster dieses Mal. Wir würden uns mehr Zeit nehmen. Würden alles in Ruhe betrachten. Wie geht es, meinem Mann? Dir fehlt ein wenig Spaß. Weißt du, es ist sehr schön hier. Willkommen zurück, George Almore. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Ich vermisse dich. Ein wenig. Eigentlich sehr, wie immer. Ich arbeite noch an etwas. Ich muss versuchen, sie zurückzuholen. Die Testperson heißt Elmore Julie Ellis. Die Zeitspanne bis jetzt beträgt 2 Jahre, 8 Monate, 4 Tage. Ich denke, sie ist noch nicht so weit. Natürlich. Das ist also die Datei, die der Computer aus dem Archive sichern konnte. Zuvor ist es noch nie jemandem gelungen, einen Computer damit zu verknüpfen. Dann musste ich lange warten. Und dann habe ich was gesehen. Und das war sie. Wir hatten Besuch. Von der Archive Company. Offenbar denken sie, deine Roboter könnten auf ihrer Archive-Technologie basieren. Wir sind berechtigt zu agieren und das auch mit Gewalt, wenn nötig. Ich bin risikobewehrt und Sie sind ein Risiko. Ich
Ich weiß, was du da drin machst. Ich möchte es nicht, ganz einfach. Ich möchte nicht in einer Box gefangen sein, wenn ich tot bin. Ich wollte es wieder gut machen. Einfach alles richtig machen. Wie war sie? Sie war perfekt. Ich möchte nach Hause. Das ist dein Zuhause. Ich beende diesen Wahnsinn mit sofortiger Wirkung. Sie wollen uns holen. Ich hatte nie eine Chance. Es ist meine Schuld. Was wollen die? Sie wollen dich. Aus meiner Wohnung geworfen und ich versuche gerade Geld zusammenzubekommen für ein Bett. Ich habe nur 50. 50? Das ist zu viel. Das kann ich nicht. Ich kann's wechseln. Nein, 50 ist okay. Wenn ich dir 50 gebe, dann musst du auch was für mich tun. Ist das sein Style? Er sollte Richtung Rattenschwanz gehen. Du siehst wie ein anderer Mensch aus. Was hast du mit meiner Tochter angestellt? Sie getötet? Oh mein Gott. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich weiß nicht, ob du das gewohnheitsmäßig machst, Freundschaft zu schließen mit Mädchen, die viel jünger sind als du. Oh mein Gott! Miller ist total verrückt nach dem Jungen. Sie ist ein kluges Mädchen. Dieser Moses hat Probleme! Ich doch auch! Was glotzt ihr so? Verpisst euch! Moses? Oh Gott! Meine Haare sind ausgefallen. Sieht cool aus. Viel besser als die Haarschnitt, den ich dir verpasst habe. Mom, ich mache alles, wirklich, wenn er nur bleiben kann. Er hat mich mit einer Fleischgabel bedroht. Du hast meine Frau mit einer Fleischgabel bedroht? Ich will dich nicht verletzen. Dann lass es. Moses! Henry! Miller sollte die ganze Welt zu Füßen legen. Selbst jetzt habe ich keine Ahnung, was du fühlst. Ich kann überhaupt nichts fühlen, weil ich keine Luft bekomme. Du nimmst mir die ganze Luft weg. Ich finde, etwas in dir hat sich verändert. Als ich dir begegnet bin, war es, als ob du vor nichts Angst hast. Ich glaube nicht, dass diese Welt so unheimlich irrsinnig ist, damit wir uns für eine Sache entscheiden. Ich glaube, wenn wir mit sowas anfangen, geht es nur noch ums Funktionieren und nicht mehr um die Schönheit. Das ist wirklich die schlimmste Art von Erziehung, die ich mir vorstellen kann. Welcome. Have a seat. Whatever's going on, you can tell me. That's what I'm here for. You're relatively new to the company. I mean, I've been working here for nearly 2 months. And you're under a lot of stress. Entry-level jobs in this industry are tough, right? Long hours? First one in, last one out. Good night. You're smart. You have to be smart. It's a tough job, but I can see that you've got what it takes. I want those new pages before I get on the plane. He promised them first thing. Where are we at? 200K in 2 points. That's boom. Maybe he can put in a good word for you. No, he'll hire externally. Listen, his schedule has shifted. Does 7 p.m. work? Still at the hotel or? Yes. What? This is turkey. I said chicken. There's a girl waiting. Oh, her. She's been here before. A few times. What is it? The wife. Say he's in an important meeting. No, say he's in a screening. Where is he? What did you say to him? What did you say? They told me you were smart. I overreacted. It was not my place to question your decision. I will not let you down again. You know, you can always come to us, right? Come to us first, okay? The last two checks don't have a name or anything. Just the dollar amount. Ignore it. Okay, and will he know what it's for? Yep, he'll know. I wouldn't sit there. Never sit on the couch. Here and here, initial here, sign there. Do I need a lawyer or something? Do you have a lawyer? What's happened? Where'd you go? I was worried for this girl. I mean, they were just like laughing about it. Can you deal with this? Hi, why me? Who
was that? Well, that? Waste of my time. Your mom and I were excited for you. It's a great opportunity. What can we do? Do about what? Jetzt. Nein! Das Hotel eine Zumutung ist das. Du bist in einem Pflegeheim, das mich 3.200 Euro im Monat kostet. Du siehst müde aus. Ich frag mich, was aus mir noch werden soll. Außerdem bin ich pleite. Ich arbeite bei der Polizei. Ich übersetze abgehörte Telefongespräche. Ich bin dermaßen angekotzt. Der verfickte Schweinehund. Sehr elegant. Die Lieferung wird morgen in Marokko losgeschickt und kommt den Nachmittag darauf in Paris an. Den letzten Telefonaten nach wird es sehr gutes Hasch sein. Sie rechnen diesmal mit 5.000 Euro je Kilo. Irgendwo ist also eine Riesenladung Drogen versteckt. Wie soll ich diesen Berg hier nur wegbekommen? Endlich vorbei, die Schinderei. Salem, Anna Madame Bimbarka, Ili Tekimak, Andi Sila Lilbert, Jaya Milblet. Das sind die Bollen, mach schon. Bonjour. Ihre Ware ist allererste Liga. Wow, das hört man gern, wenn die Kunden mit dem Produkt zufrieden sind. Da vertickt eine Frau tonnenweiße Shit in Paris und wir haben keine Ahnung, wer das ist. Scheiße! Sagen Sie mal, geht's noch? Auf den Videos könnte man euch fast verwechseln. Gleichen Körperbau, seid gleich groß. Vielleicht bin ich es ja und habe einen Ausweg aus diesem Scheißleben gefunden. Die Ware ist erste Liga. Jetzt übernimmt die Drogen-Diva. Hey. Wir wollen feiern.